ist Roland Kopp-Wichmann. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. 10 Irrtümer über Gott. Im Namen Gottes werden ja leider viele Dinge getan und gerechtfertigt. George W. Bush sagte einmal: Gott hat mir gesagt, ich solle Al-Qaida angreifen, und ich griff sie an. Dann unterwies er mich, Saddam anzugreifen, was ich tat. Jetzt bin ich dazu bestimmt, das Problem im Nahen Osten zu lösen. So wahr mir Gott helfe, lautet der Zusatz beim Amtseid vor dem Deutschen Bundestag. Eine Zeitungsmeldung der dpa. Bei anhaltenden Protesten gegen die Mohammed-Karikaturen hat ein pakistanischer Imam ein Kopfgeld auf den Zeichner ausgesetzt. Der SPD-Vorsitzende Beck antwortete auf die Frage, wie lange noch die Partei führen wolle: Solange Gott mir die notwendige Gesundheit und die Partei das Vertrauen schenkt. Der Stoßseufzer einer Ehefrau im Einkaufsstress vor Weihnachten könnte lauten: In Gottes Namen, ja, dann kriegst du halt dein Premiere-Abo zu Weihnachten. Schon eine ganze Weile habe ich über einen Blogbeitrag zu Weihnachten nachgedacht, aber etwas wirklich Passendes fiel mir nicht ein. Da traf es sich, dass heute Morgen in einem Newsletter von Matthias Pöhm, bei dem ich mal ein Rhetorikseminar besuchte, was ich sehr empfehlen kann, die folgenden 10 Thesen las. Erstens: Gott hat nie aufgehört, mit den Menschen direkt zu kommunizieren. Jeder kann Botschaften von Gott empfangen. Jede Botschaft ist genauso wertvoll wie jede andere Botschaft. Gott schickt jedem nur die Botschaften, die in sein momentanes Glaubenssystem passen. Deswegen widersprechen sich die Botschaften von unterschiedlichen Menschen oft. Zweitens: Jeder Mensch ist genauso außergewöhnlich, genauso besonders wie jeder andere Mensch. Kein Mensch wird von Gott mehr geliebt als ein anderer Mensch. Wir sind alle Boten zu jedem Augenblick unseres Lebens. Drittens: Kein Weg zu Gott ist direkter als ein anderer. Keine Religion ist die einzig wahre Religion. Kein Volk ist das auserwählte Volk. Und kein Prophet ist der größte Prophet. Viertens: Gott hat nichts nötig. Gott braucht nichts, um glücklich zu sein. Gott ist die Glückseligkeit selbst. Deshalb verlangt Gott von nichts und niemandem im Universum irgendetwas. Gott hat keine einzige Regel für uns Menschen aufgestellt. Fünftens: Gott ist kein einzigartiges Superwesen, das irgendwo im Universum oder außerhalb lebt. Gott ist die Gesamtheit aller Seelen, die im und außerhalb des Universums leben. Sie selber, ihr ärgster Feind, jede Fliege, jeder Grashalm, jeder Stein ist Teil von Gott. Sechstens: Das, was Gott ist, kann in keiner Weise gekränkt oder verletzt werden oder beschädigt werden und hat es deshalb auch nicht nötig zu bestrafen oder sich zu rächen. Siebtens: Alle Dinge sind ein Ding. Alle Dinge sind Teil des einen Dings. Wir hängen alle zusammen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Materie im ganzen Universum ist eins. Achtens: So etwas wie richtig und falsch gibt es nicht. Es gibt nur Ziele, die sich Menschen oder Menschengruppen selber stecken. Und gemäß diesen selbstgesteckten Zielen gibt es nur ein funktioniert besser oder funktioniert schlechter. Neuntens: Wir sind nicht unser Körper. Das, was wir sind, ist grenzenlos und hört nie auf zu existieren. Unser Körper ist wie ein Radioapparat, aus dem Musik erklingt. Wir sind nicht das Gerät. Wir sind die unsichtbaren Radiowellen dahinter, die auch noch da sind,
wenn das Radiogerät nicht mehr existiert? Und zehntens, wir können nicht sterben. Unsere Seele wird ewig existieren. Wir sind weder in Sünde geboren, noch werden wir je zu ewiger Verdammnis verurteilt werden, egal was wir tun. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Thesen lesen? Erleichterung? Verwirrung? Ärger? Ich stelle diese Frage, weil das eigene Gottesbild, also das Bild, das wir uns von Gott machen, große Auswirkungen auf das eigene Leben hat. Es macht einen Unterschied, ob ich mir Gott strafend vorstelle oder verstehend, als obersten Richter oder als imaginäre Kraft hinter allem Lebendigen, oder ob ich glaube, dass da nichts ist. Der Psychotherapeut Tilman Moser hat dazu zwei gute Bücher geschrieben. Natürlich weiß niemand, wer und wie Gott ist und ob es diesen überhaupt gibt. In einem Selbsterfahrungsworkshop vor Jahren hörte ich mal auf die Frage: Und was ist mit Gott? Die schöne Antwort: Gott ist eine türkische Putzfrau und es geht ihr gut. Doch ist es für viele Menschen schwer, mit dieser Ungewissheit zu leben. Und da wir nicht wissen, wie das Leben in Wirklichkeit ist, machen wir uns Bilder von der Realität. Siehe mentale Landkarten. Doch die Landkarte ist nicht die Landschaft. Unser Bild von Gott ist nicht Gott. Doch so ist der Mensch. Er weiß zwar nicht genau, wie das Wetter in 5 Tagen wird oder das Wirtschaftswachstum in Deutschland im nächsten Jahr, aber wo und wie Gott ist und womit er sich noch so beschäftigt, das gibt er vor zu wissen. Noch einmal George W. Bush: Ich vertraue darauf, dass Gott durch meine Person spricht. Ohne das könnte ich meine Arbeit nicht machen. Nun, vielleicht wäre es mit der Klimakatastrophe besser zu bewerkstelligen, wenn der amerikanische Präsident nicht auf Gott vertrauen würde. Welche Religionen hat Gott? War einmal Thema der Sendung bei Sabine Christiansen im September 2006. Am Ende eines Jahres, wo Glaubenskriege und Terrorismus im Namen Gottes immer heftiger geführt werden, will ich die obigen Thesen hier einfach mal abdrucken. Zum Nachdenken für Sie und, wenn Sie möchten, zum kontroversen Kommentieren auf meinem Blog www.seminare4you.de/weblog. Dort können Sie diesen Beitrag auch herunterladen oder sich ausdrucken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.